Ereignisse wie die in London haben auch in Deutschland die Terrorgefahr bewusst gemacht. Gesetze wurden auch hier verschärft, Befugnisse für das Bundeskriminalamt ausgeweitet. Seit 2008 darf das BKA Computer ausspähen, Telefone und Wohnungen überwachen, wenn jemand in Verdacht geraten ist. Politiker, Anwälte und Journalisten liefen Sturm, sahen ihr Berufsgeheimnis bedroht. Heute die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht. Persönlich ist er nach Karlsruhe gekommen, Innenminister de Maizière. Für die Bundesregierung verteidigt er das umstrittene BKA-Gesetz. Dieses Gesetz bietet Möglichkeiten zur Ermittlung, das ist wahr, zum Schutz der wichtigsten Rechtsgüter dieses Landes. Und es wird maßvoll angewendet, deswegen ist es verfassungsgemäß und wir gehen davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht das heute auch so sieht. Mit dem 2008 beschlossenen Gesetz erhielt das Bundeskriminalamt besondere Befugnisse zur Abwehr internationaler Terrorgefahren. So bekommt die Wiesbadener Behörde das Recht, Telefone abzuhören, Computer auszuspionieren und Abhörmikrofone in Wohnräumen bei Verdächtigen zu installieren. Bürgerrechte würden dadurch massiv eingeschränkt, sagen die Kläger, unter anderem Grünen-Politiker, Ärzte und Rechtsanwälte. Auch wird beanstandet, dass nur ein Richter Überwachungsmaßnahmen genehmigen müsse, kein Richterkolleg. Und? Ich will auch nicht ein BKA, das sich faktisch zu einem Geheimdienst wandelt und wir jetzt noch einen Geheimdienst mehr haben. Mit diesem BKA-Gesetz wird eine Fülle von wirklich unveräußerlichen Grundrechten in Frage gestellt. Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts unter dem Vorsitz von Ferdinand Kirchhoff muss abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit. Wie viel an Datenschatz darf der Verfassungsstaat den Ermittlungsbehörden zugestehen und welchen Datenschutz schuldet er seinen Bürgern? Zur Stunde dauert die mündliche Verhandlung noch an. Eine Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts, sie ist noch in diesem Jahr möglich.